X. Darf ich? Fabian, Physik? Schon eher. Schon eher? Okay, ja, es wird interessant. Habt ihr Spaß an Physik? Nee, wir haben noch gar keine Physik in der siebten. Ihr habt noch gar keine Physik. Sie hat in der neunten Physik, aber wir noch nicht in der siebten. Ihr habt keine Physik noch? Jetzt habt ihr schon mal einen Vorteil, vielleicht gewinnt ihr jetzt mal. Ich kann besser. Was ein Arsch. Ja. Arschloch-Move musste sein. Ja, absolut. Mit deinen Scheiß also Physik einfach, was ihr noch nicht habt, was euch nicht so gefällt. Aber immer wenn er Physik unterrichtet, dann kann es eigentlich nur lustig werden. Er ist quasi der Versicherungsfall unserer Sendung. Bitte begrüßt nochmal Konrad Stöckel! Jawohl, wieder da! Konrad Stöckel! Jawohl! Jetzt, liebe Leute, habe ich euch was Schönes mitgebracht, nämlich ein nicht-newtisches Fluid. Ja, was ist ein nicht-newtisches Fluid? Das Zeug hier zum Beispiel habe ich angerührt aus Wasser und Maisstärke. Wenn man das langsam behandelt, dann dringt die Hand da einfach ein wie in Wasser, wie man sehen kann. Ja, man kann so leicht drin rumrühren und ein bisschen komisch sieht es aus, wenn man es wieder rauszieht. Wenn man das Fluid, das nicht-newtische Fluid, allerdings schnell behandelt, dann ist das fest wie Stein. Ja, du kannst auch mal Box rein. Es fängt sogar noch nicht mal an zu spritzen. Ja. Wow. Und wenn man mit Energie da reingeht und das raus, dann ist es erst fest und dann wird es wieder flüssig und sieht ein bisschen seltsam aus. Hier, guck mal, mit dem Hammer geht das auch. Bleibt noch nicht mal dran kleben, das ist ordentlich fest, fängt nicht an zu spritzen. Aber wenn man langsam den Hammer reintut, dann ist es flüssig wie Wasser. Wow. So, dann kriegt man gar nicht mehr raus. Ganz langsam müsstest du es ziehen, dann geht er wieder raus. Ganz lang. Siehst du? Jawohl. System verstanden. So. Sehr gut. Hier haben wir nochmal so ein nicht-newtisches Fluid in ziemlich groß aufgebaut. Man sieht, wenn ich hier mit der Hand reingehe, das ist flüssig wie Wasser. Wenn man es so rauszieht, aber jetzt guck mal, so sieht das dann aus. Ja, wenn man hier raufschlägt, dann ist es auch fest. Guck mal, ich gehe mal langsam rein hier. So, man sieht, ich fange an einzusinken. Und wenn ich ja jetzt schnell drüber laufe? Dann ja, du musst joggen im Prinzip. Auf der Stelle und dann ich sink immer tiefer. Treibsand ist zum Beispiel auch ein nicht-newtisches Fluid. Oder Ketchup zum Beispiel. Warte, ich nehme dich an der Hand und du rennst. Renn auf der Stelle. Los geht's. Ab geht er. Oh. Jawohl. Stimmung. Ja, ach so. Wir kommen zur Frage. Stell sie schneller, bitte. Ich stell sie schneller. Warum wird Maisstärke, also Maisstärke gemischt mit Wasser, bei Krafteinwirkung fest? Antwort A, weil das Wasser verdrängt wird. Antwort B, weil das Wasser verhärtet. Antwort C, weil die Maisstärke Wasser bindet. Oder Antwort D, weil die Maisstärke kristallisiert. Jetzt seid ihr dran, Kids und Fips. Ich komm hier nicht mehr raus. Das ist... Ihr habt beide gesagt, Antwort C ist richtig. Ihr denkt, weil die Maisstärke das Wasser bindet. Ist das richtig? Nein, liebe Leute, ihr habt beide nicht recht. Das ist falsch, es tut mir leid. Das Wasser wird verdrängt. Wenn ich oben drauf klopp, dann wird das Wasser zur Seite verdrängt. Die Maisstärke, die verhakt sich so ineinander, wird ganz fest. Aber das Wasser wird dann wirklich jeweils zur Seite verdrängt. Leider ist es falsch. Es wäre Antwort A gewesen. Tut mir leid. Ja. Aber wenn beide es nicht wussten, dann haben wir auch eine Schätzfrage. Eine Stichfrage, genau, habe ich vorbereitet. In welchem Jahr wurde Isaac Newton geboren? Boah. Eine Schätzfrage, liebe Leute. Müsst das in Jahr, welchem Jahr wurde das Isaac Jahr ins Touchpad eingeben, Fabian? Ja, nach dem newtischen Gesetz fließt es ja, fließt Wasser zum Beispiel oder strömt Luft. Das ist, wie gesagt, das nicht-newtische Gesetz. Wir brauchen jetzt eine Antwort. Ihr habt schon eure Antwort abgegeben. In welchem Jahr wurde Isaac Newton oder Sir Isaac Newton geboren? Mal gucken, was ihr denn da so jetzt sagt. Haben wir einmal 1851 und 1795. Konrad? Die richtige Antwort ist 1642. Das bedeutet, die Promis liegen richtig. Yeah! Es tut mir leid. Hella von Sinn muss es, ja, Hella? Also lustigerweise denkt man irgendwie, Isaac Newton ist so ein moderner Name. Deswegen krusten wir auch im 1800 sowieso rum. Und dann dachte ich, Schwerkraft, das muss doch schon viel länger leben. Und dann fiel Hella ein, die waren ja zusammen zum Saufen. Also ihr wart auf jeden Fall näher dran und wir bedanken uns bei unserem Vertretungslehrer Konrad Stöckel. Danke. Und jetzt schafft ihr ihn hier raus. Tschüss, Konrad.
Wir haben mal wieder Punkte für unsere Promis und das gibt uns einen neuen Punktestand. Den gucken wir uns jetzt an. 19 zu 2 und schon wird aus 19 zu 2 19 zu 9. Und das sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Sieht doch gut aus.